So, grüß dich, ich bin wieder Enker Spengler Franz. Jetzt habe ich das Problem, ich muss mit dem Bauschaum an der Decken um einen Schlitz ausspritzen. Und das Problem an den Bauschaumdosen ist, die kann man auch so nicht verspritzen, sondern man muss die immer auch so verspritzen. Jetzt ist aber der Deck, geht nicht. So, aber es ist nichts Gescheites. Jetzt haben wir mal was überlegt. Ich habe mir im Baumarkt also einen kleinen Plastikschlauch gekauft, also ein Messingreel, das was da eingeht, hat da ein wenig quasi das, wie nennt man denn das? Das Wunderbandel umgewickelt, dass dann das Reel ein wenig dicker ist, da eingesteckt und dann nochmal abgewickelt, dass er so ausschaut. Also das halt sicher, das geht nicht auseinander. So Länge, das sind 25 cm in etwa. Und da komme ich jetzt wunderbar rein, weil ich darf es dann nicht recht dicker machen, weil der Spalt hübsch klein ist, dass ich auch reinkomme. So, dann richten wir den Schlauch. Der geht jetzt da ganz streng auf. Den muss ich jetzt in ein warmes Wasser reintun, Zeil drin lassen, dann wird er weiter. Dann kann ich ihn da wunderbar aufstecken mit dem Wunderbandel. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Befestigen, dass das nicht runterrutscht. Das kommt ungefähr so weit rauf. Dann kann das nicht runterrutschen. Den Schlauch, den mache ich in etwa, dass ich halt da in den Tee komme. Kurz darf ich ihn auch nicht machen. Also, ich werde in der Länge machen. Das muss reichen. Dann habe ich noch ein paar Versuche. Das, wenn jetzt erwärmt ist, kann ich das da aufstecken. Und hier kann ich ganz normal dann noch so arbeiten. Einstecken, alles ausschauen. Ich habe es schon mal probiert, darum weiß ich, dass es funktioniert. Allerdings bin ich da mit dem Schlauch, da habe ich den Schlauch allein gehabt, nicht in den schmalen Schlitz reingekommen. Darum probiere ich jetzt das mit dem Reel, weil ich muss da einen ganzen Stein umat ausspritzen. Das sollte nicht nur eine dünne Wulst sein, sondern sollte schon ein wenig flächig sein. Also ich werde da schon 4, 5, 6 Dosen brauchen. Das ist ein spezieller Schaum, der ist isolierend, hauptsächlich. So, ich habe jetzt das mit warmem Wasser, und zwar wenn ich Wasser taucht, dann bringt man das da leicht drüber. Das sichert jetzt noch. Und schon ist fertig.
Und das kommt überall ein. So geht es. Und das zeigt eigentlich sonst keiner. Das zeigt eigentlich nur der Spangler Franz. Und darum abonniert mich, dass noch mehr da sich in die Tricks setzt. Das ist auch gut für Wandverkleidungen.